Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 5 Custom Level. Ja, ich habe jetzt einfach mal offscreen den Weg hier allein gemacht, weil das hätte mir sonst zu lange gedauert. Und so, Stoppuhr läuft. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob sich was getan hat, ob die Laser da weggegangen sind. Aber ich habe jetzt gerade in der Luft gesehen, die sind, glaube ich, nicht weg, oder? Nein. Ach, verdammt. Scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Ich meine, hier in dem anderen Raum war noch eine Tür, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das hier aufgegangen ist irgendwie. Weil die ist da in der letzten Folge ja gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Es wäre echt schön, wenn ich echt mal weiterkommen würde. Aber ich sehe, ich weiß nicht. Ich sehe irgendwie schlechte Karten. Oh, okay. Ja, cool. Ja, wa oh. Ich höre Schritte. Stirb. Hast du was verloren? Nein, hast du nicht. Okay, hier ist ein Schalter. Eine Tür, wo man wahrscheinlich nicht. Ja, kann man nicht. Das geht nicht. So. Ich glaube, ich gucke erstmal in den Schrank. Ja, gut. Kleines Medipack. Obwohl da oben ein ganz großes ist, aber okay. Ja, was haben wir hier Schönes? Kann ich hier irgendwo rauf oder so? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann werden wir einfach mal den Schalter betätigen. Und ja. Keine Ahnung. Ich glaube, die Dinger sind jetzt hier weg, also die Laser hier. Schauen wir mal. Ja. Ah, ich finde das so geil, wie die immer gegen die Wände läuft. Und dann bleibt sie meistens hängen. So, dann gucken wir mal. Kommt, seid bitte aus. Es wäre sehr schön. Und, seid ihr aus? Natürlich. Yay. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt für immer aus. Okay, ich höre eine Kamera. Das ist nicht so geil. Ach so, das ist keine Kamera. Oh Gott. Da sind ja noch mehr Dinger. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß nicht. Komm schnell runter, runter, runter. Duck dich, duck dich. Achso, hier passiert mir nichts. Ich möchte aber gerne da hinten mal hin. Vielleicht ist da ja was. Scheiße. Verdammt. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Schade, schade. Oh, jetzt muss ich das wieder machen. Okay. Egal. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt weiter. Das ist doch schon mal gut. Und mal gespannt, wann wir das Buch finden, worum es hier in dem Custom Level geht. Ich bin auch gespannt, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ich stelle es mir riesengroß vor irgendwie. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein braunes Buch kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt der Typ erstmal wieder. Scheiße. Stirb. Verdammt, jetzt habe ich voll viel Energie. Ne, genau, Energie wollte ich gerade sagen. Munition verloren. Schade. Egal. Das passt schon. Wir werden schon neue finden. Mal wieder WhatsApp-Nachrichten. Komisch. Immer wenn ich hier aufnehme, dann kommen die meisten WhatsApp-Nachrichten. Aber okay, so ist das im Leben. So, schnell betätigen. Dann können wir wieder da durch. Ab jetzt hier durch. So, ich muss erstmal kurz was trinken, Leute. Wow, sehr erfrischend. Übrigens habe ich gerade eine Sprite getrunken. Sehr, sehr lecker. Ah, ich weiß, es ist total gesund, aber wisst ihr was? Das ist mir sowas von egal. So, schön durch.
gucken wir mal, ob ich das jetzt überlebe. Hoffen wir es doch mal. Kurz bevor ich gestorben bin, da war irgendwie so ein Kriechgang hier rechts. So, dreh dich bitte um. So, dann warten wir, bis das Teil wieder herkommt. Und dann wieder kurz zurückgeht. So. Okay, das ist ein Medipack, aber da hinten war, glaube ich, auch noch ein Weg. Ich muss auf jeden Fall nochmal hier speichern. So, 23 Mal gespeichert schon. Kriech. Duck dich, meinte ich natürlich. Überspringen und dann... Was haben wir hier? Okay, noch ein Kriechgang. Oh. Ach so, jetzt sind wir hier. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich zuerst hier hin muss. Das ist das Problem. Ich gucke jetzt einfach mal erstmal hier. Okay, was haben wir denn hier? Okay, da ist gar nichts drauf. Okay. Da ist wieder so eine schwebende Sanduhr. Okay, und irgend so eine Maske oder... Keine Ahnung. Ja, irgendwie so eine Maske. Ja. Okay, das Teil wird sich irgendwann öffnen. Ich kann auch durchsehen. Ja, dann sollen wir anscheinend noch nicht hier hin. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann dir das irgendwie betätigen hier, sowas. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall läuft sie dagegen. Vielleicht müssen wir hier zwei Sachen auftragen. Genau, auftragen. Hinzufügen. Okay, da kann sie auch nichts machen. Okay, bei der Sanduhr glaube ich jetzt auch nicht. Nö. Kannst du nichts machen. Dann wird das andere auch nicht gehen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Aua. Ende. Okay, und da muss ich nicht unbedingt durch. Nein, danke. Ja, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Jut. Ich weiß gar nicht, ob das Teil bis hier hinten hinkommt. Ah, nee, dann haben wir... Sprachfehler, dann habe ich mich umsonst beeilt. Okay. Oh, es kommt aber trotzdem nah dran. Spring drüber. Spring! Scheiße, Mann. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Oh Gott, wo habe ich gespeichert? Ach so, hier. Ja, das geht. Das geht. Kann ich ja direkt hier runter. Das geht. Okay, das ist ein... Okay. Ein kleines Medipack. Ich meine ein großes natürlich. Ist das eine Luke? Ich weiß es gar nicht. Wo sind wir denn hier? Kein Plan. Ich habe keinen Plan. Kann ich das hier öffnen? Ja, kann ich. Huch, was war das denn gerade? Habt ihr es gesehen? So. Oder kann ich hier gar nicht durch? Das kann natürlich auch sein. Nö, kann ich nicht. Ich habe irgendwas gesehen. Ah, genau. So ein Ventil. Ein Ventil. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Schade. Sehr enttäuschend. Würde sie da durchlaufen? Gegenlaufen? Nein. Dann wird sich die Tür auf keinen Fall öffnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das große Tor, wo ich eben war, dass sich das öffnet. Oder? Okay. Es wurde nichts angezeigt. Wie so oft. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt nochmal ganz zurück. Wenn ich hier wieder rauskomme. Komm ich hier wieder? Hallo? Dann halt so, oder? Okay. Nee, das müssen wir anders machen.
Ich vergesse manchmal echt, dass sie ab Tomb Raider 4 hier um die Ecken hangeln kann. Das vergesse ich echt so oft, weil ich ja normalerweise immer die anderen Tomb Raider-Teile spiele. So, und gucken wir einfach mal. Ich hoffe, das große Tor in dem anderen Raum ist jetzt auf. Wenn nicht, dann ja, müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Oh, Alter. Verdammte Scheiße. Auf jeden Fall ein Medipack. Das muss auf jeden Fall jetzt. Okay, sind große, sechs kleine. Ja, das geht. Wow. Gut, gut, gut. Ich hoffe mal, dass das Tor jetzt da auf ist. Es würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall ist der Alarm noch an. Ist es auf? Es sieht so aus. Bams. Ach cool, ist auf. Ja, aber trotzdem werde ich jetzt nochmal speichern. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Einfach mal hier. Wow. Ich habe. Okay, ich habe fast keine Slots mehr, aber macht nichts. Ich verbrauche einfach alle. Hallo, ist da jemand? Okay, hier ist einfach nur ein Schalter. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nein. Okay. Schauen wir mal, was das jetzt bringt. Aha. So ist das also. Ich hoffe, alle Laser sind jetzt aus. Das wäre echt nett. Oh ja, Gott sei Dank. Endlich. Aber das Problem ist, ich habe keine Disk. Wo kriege ich die Disk her? Was ist das für ein Geräusch? Schön gut, aber ich habe keine Disk. Also ich kann jetzt noch mal nebenan gucken. Ja, sie. Hä? Da ist die Disk, aber wie kriege ich die aus? Wie kriege ich die Laser aus? Verdammt. Ja, keine Ahnung. Merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht ist da ja noch eine Tür oder so. Ja, ich kann hier nichts machen. Verdammt. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Shit. Okay, hier ist nochmal Munition. Ja, schön, aber. Wow. Ich höre gerade keine Hintergrundmusik. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, gut. Wie kriege ich die jetzt? Scheiße. Noch irgendwie so ein Hebel oder keine Ahnung. Kann ich hier jetzt was dran machen? Nö, die geht da immer noch durch. Hä? Ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Wie komme ich da durch? Beziehungsweise, wie kann ich den Laser wegmachen? Also ich will da jetzt nicht durchspringen, das könnt ihr vergessen. Und die Tür geht wahrscheinlich nicht mehr auf, oder? Ja, das war so klar. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wartet mal, es gab da noch. Ja, genau hier wollte ich hin. Ist dahinter was? Nein. Ja gut, da unten war ja eh nichts mehr. Okay, jetzt bin ich aber wieder hier. Was soll ich denn? Was soll ich denn hier? Oder ja, keine Ahnung. Oh, es geht hier weiter rum. Kann ich hier was öffnen? Nee, das ist viel zu hoch. Das ist viel zu hoch, das aber auch. Ne, das geht nicht, das ist zu hoch.
Das ist echt zu hoch. Ja, okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Also, wie komme ich jetzt an die Disk? Ich habe echt keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ja gut, hier darf ich ja nicht drauf. Also, was ist los hier? Was ist los hier? Ja, jetzt bin ich hier wieder ganz am Anfang. Was mir überhaupt nichts bringt. Da war ich ja schon drin. Ja gut, die geht auf, aber was soll ich da? Dann wäre nochmal hier das Badezimmer, aber hier kann ich ja auch nichts machen. Nö, hier kann ich nichts machen. Kein Schalter, nichts. Nichts da, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Verdammt. Ich kann das echt nicht öffnen. Nee. Okay, die Lampe flackert die ganze Zeit, aber was soll ich machen? Wie kriege ich den Laser weg? Ah, das ist echt, ja, was soll ich dazu sagen? Soll ich jetzt wieder da runter? Nee, das bringt es ja nicht. Das bringt es ja nicht. Nee, es geht auch nicht mehr. Buh. Keine Ahnung. Ich bin echt überfragt gerade. Was ist, wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, genau drauf gehe? Ja, keine Ahnung. Mensch, aha. Sehr interessant, muss ich sagen. Ja, geil. Gott, ich höre die Schritte, ey. Ich höre die Schritte und das ist immer noch... Ja, super. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich habe echt keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mache ich in der nächsten Folge weiter und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Ciao.